Meister.
Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein. Jedi-Ritter, willst du dich etwa rächen? Ein ungewöhnliches Verhalten für einen Jedi-Ritter. Wo ist dein Meister, Schüler?
Desan lässt grüßen, aber er ist weitaus zu beschäftigt im Tal der Jedi, um sich gewöhnlicher Bauern selbst zu entledigen. Was? Du hast es immer noch nicht verstanden, was? Desan folgte dir zum Tal der Jedi. In diesem Moment laben und stärken sich Hunderte von Desans loyalen Anhängern an der Macht des Tals und werden durch den Ruhm der Macht zu Wiedergeborenen. Und das alles verdanken wir dir. Dann hast du Jen getötet. Das stimmt. Wir haben deine Frau getötet, um dich zornig zu machen. So zornig, dass du dein Versprechen vergessen und dich den Kräften des Tals hingeben würdest. Denk nur, ihr Tod und dein Versagen werden für Äonen als die Ereignisse gefeiert werden, die das Zeitalter des Sans eingeläutet haben. Glückwunsch. Sei still! Jen gezeigt hast. Sie lebt. Ich kann dir sagen, wo sie ist. Lügnerin, ich habe sie sterben sehen. Denk nach. Was hast du wirklich gesehen? Was hast du wirklich gehört? Glaubst du denn, wir hätten es riskiert, eine der zwei Personen zu töten, die die Lage des Tals der Jedi kennen? Wo ist sie? Dieser Schlepper wird dich zu unserem Stützpunkt im Lenico-Gürtel bringen. Dort liegt Galets Schiff, die Dunkgiffe. Und dort hält er auch deine Frau für weitere Befragungen fest. Warum sollte ich dir glauben? Weil ich nicht tapfer genug bin, um zu sterben. Geh mir aus den Augen. Was? Du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Geh und bete, dass ich deinen Meister finde, bevor er dich findet.